Vierter Spieltag der Saison 69-70. Revierderby gegen Schalke im Stadion Rote Erde. Und es war ein besonderes, nicht etwa, weil Bundesminister Schiller zu Gast war, sondern weil ein Schäferhund namens Blitz auf sich aufmerksam machte. Schalke zunächst die stärkere Mannschaft und mit vielen guten Gelegenheiten. Der BVB hielt dagegen. Hier die beste Chance für Schütz, der sich energisch gegen Klaus Fichtel durchsetzt. Schalker würden von einem Foul sprechen von Schütz. Dann Rynio zum ersten Mal im Blickpunkt. Der hatte ordentlich zu tun. Zwei gute Gelegenheiten für Neuser und dann hilft Schütz hinten aus und kann klären. Auch das war fein gespielt. Und wieder ist Rynio zur Stelle. Sie sehen die Hunde bereits direkt neben dem Pfosten. Unheimlich nah am Spielfeldrand die Fans und Tiere postiert. Dann mal zur Abwechslung der BVB im Vorwärtsgang. Das ist Weist, der sich nach vorne bemühte, nie aufgab und auch noch von sich reden machte in diesem denkwürdigen Derby. Und dann die Schalker im Angriff. Und dieser Ball noch gerade am Tor vorbei. Kurz danach war er dann drin von Hans Pirkner, dem Österreicher. Das 1:0 in der 37. Minute. Und weil die Fans so nah dran waren, stürmten sie aufs Feld. Dortmunder Ordner natürlich sofort zur Klärung der Situation dabei. Und dann hier haben sie es gesehen. Friedel Rausch gebissen vom 5-jährigen Schäferhund Blitz. Er kann es mit einem Lachen nehmen, der Schalker. In den allerwertesten gebissen von einem BVB-Schäferhund. Es stellte sich übrigens heraus, dass ein Fan Blitz ausgeliehen hatte, um so als Ordner getarnt freien Eintritt im Stadion zu haben. Für Rausch gab es eine Tetanusspritze und später vom BVB 300 Mark Schmerzensgeld. Schmerzensgeld forderten auch die Zuschauer zwischenzeitlich, denn weiterhin Schalke in Führung und mit einigen guten Möglichkeiten, auch wenn der Schwung aus Durchgang 1 vorbei war. Dann aber wurden die Anhänger des BVB noch belohnt. Es gab endlich Torchancen für die Schwarz-Gelben. Hier erster Test von Werner Weist gegen Norbert Niekburg, der spätere Nationaltorwart, damals 21 Jahre alt. Fortan im Blickpunkt. Sigi Held spielt die Abwehr schwindelig. Dann gute Ablage und dann zu lang gezögert von Weist. Und dann trotzdem noch die Chance. Der Schuss an den Pfosten. Das hätte schon das 1:1 sein können. Und dann kam es auch. Kohlhäufel mit einem der wenigen Vorstöße. Hier setzt er sich gegen Fichtel durch. Und dann der Pass auf Werner Weist. 1:1, unentschieden im Derby. Aber der Hund Blitz, der machte in diesem Revierderby.